eigentlich immer sind, nicht wahr? Also das größte und die größte Frage ist eigentlich, wie lang ist der Flug? Also auch eine Woche zum Beispiel nach China zu kommen und einen intensiven Kurs zu machen, da lernt man auch schon einiges. Also eine intensive Woche mit 30 Stunden hier, da lernt man ja also mehr, als man in sehr vielen Monaten wahrscheinlich in Europa tun würde. Natürlich, das große Problem sind eigentlich praktische Sachen, also Jetlag, dass man die ersten paar Tage eh müde ist und überhaupt sich wo eingefunden hat. Das ist auch kein ganz billiger Flug, der auch lange dauert. Also normalerweise würde ich schon sagen, 2 Wochen ist doch sicherlich das Minimum, dass sich das Ganze auch rentiert, dass man auch so ein bisschen was sieht. Man versucht auch zumindest 2 Wochenenden hier zu sein, weil ein Wochenende fährt man an die Großmauer wahrscheinlich und das 2 Wochen sich ein bisschen umzuschauen. Wir haben Leute vor allem im Sommer, die sehr viel hier für kurz, also 2, 3 oder 4 Wochen herkommen. Die meisten Leute gehen dann nur sehr ungern wieder nach Hause. Aber dem ist so. Natürlich, man muss es mit den praktischen Überlegungen verbinden. Oftmals gibt es ja auch Angebote, zum Beispiel Bildungsurlaub, wo man auch von der Firma freigestellt wird, um hierher zum Chinesisch lernen zu kommen. LTL ist für Bildungsurlaub in Deutschland anerkannt. Das heißt, man kann hierher kommen und Bildungsurlaub nehmen. Das ist zum Beispiel für 2 Wochen nur, um sich da reinzuhängen. Kann auch Sinn machen, natürlich. Aber wenn man wirklich signifikanten Fortschritt machen möchte im Chinesischen, benötigt man länger dafür. Wir haben auch einige Schüler, die es zum Beispiel recht erfolgreich machen. Die kommen einmal im Jahr und verbringen hier zum Beispiel so 3 Wochen Urlaub und lernen jedes Jahr. Und man sieht natürlich, wenn die nächstes Jahr wiederkommen, es ist schon einiges verloren gegangen. Aber insgesamt geht es vorwärts. Also für mich persönlich würde ich sagen, wenn ich anfangen würde, Chinesisch zu lernen, ich würde wahrscheinlich zum ersten Mal mindestens für 1 Monat kommen. Für 4 Wochen und mich da so ein bisschen umschauen, bis man wirklich drin ist, braucht man auch ein bisschen.